Als wäre die Adventszeit ohne Plätzchen. Jedes Jahr holen wir altbewährte Lieblingsrezepte raus, Klassiker, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Manchmal verfeinern wir diese Rezepte mit einer neuen Zutat, probieren etwas anderes aus. Doch das Grundrezept bleibt immer gleich. Es ist unsere Basis. Ich finde, unser Studierendenwerk können wir gut mit diesen Klassikern vergleichen, die wir immer wieder neu erfinden. Aus gutem Grund sind wir bereits seit mehr als 100 Jahren an der Seite der Studierenden. Unsere wichtigsten Werte und damit die Basis sind bis heute Solidarität und Chancengerechtigkeit. Doch unser Angebot wächst und verändert sich immer mit Blick auf die Bedürfnisse der Studierenden. Das Geheimrezept verrate ich Ihnen heute. Kommen Sie mit. Man nehme 400 Gramm Mitarbeitende und verteile diese gleichmäßig. Wenn du als Team funktioniert, ist alles. Dann nehme man 200% Teamzusammenhalt, verteile das in kleinere Stücke. Vergeude nichts von dem Zusammenhalt. Dann fügen wir unserem Teig noch 140 Gramm Ideenreichtum hinzu. Und dann nehme man noch zwei, und die auch so eine kleine Portion mit dabei haben, auch drei Portionen Mut. Und nun vermengen wir alle Zutaten zu einem glatten Teig. Gut durchmengen, da wir in unserem Teig Butter einsetzen. Und jetzt mit der Hand kneten, wird diese Butter natürlich weich. Das ist der Grund, dass dieser Teig später nochmal in den Kühlschrank muss, weil er ansonsten zum Ausrollen und zum Ausstechen zu weich ist. So, ich knete mal kurz raus, dann kann er sich besser kneten lassen. Das ist unser Teig. Und der geht jetzt nochmal luftdicht verpackt, tun wir gleich noch Folie drüber für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Wir heizen den Ofen auf unsere 170 Grad vor. So, unser Teig war jetzt eine halbe Stunde, 30 Minuten im Kühlschrank und wir würden wie gesagt ausrollen und dann die Plätzchen jetzt ausstechen. Dazu bemehlen wir die Arbeitsfläche, damit der Teig nicht kleben bleibt. Gilt auch für unser Nudelholz. Wir rollen dann den Teig ziemlich flach aus. So, da wir ausstechen, ist es ziemlich egal, ob der Rand, ob wir jetzt ein Viereck haben oder ob das unegal ist. Und wir können jetzt uns erstmal noch unser Blech richten, brauchen dazu Backpapier, damit die Plätzchen nicht kleben bleiben. Und das haben wir hier schon mal vorbereitet und können dann auch direkt mit dem Ausstechen der Plätzchen beginnen. Und man nehme, weil es Weihnachten ist, weihnachtliche Formen, zum Beispiel hier ein Einhorn oder aber auch den Elch, möglichst effizient ausstechen. Und das, was vom Teig übrig bleibt, das kann man nachher einfach nochmal zusammenrollen, zusammenkneten und dann einfach erneut verwenden. So, wir haben das erste Blech. Wir geben das jetzt bei 170 Grad in den Ofen, ca. 10 bis 15 Minuten, bis die Plätzchen leicht gebräunt sind und nehmen sie dann wieder raus. In die mittlere Schiene. So, während die Plätzchen noch im Ofen sind, bereiten wir einfach alles zum Dekorieren vor. Zum einen wollen wir mit Schokolade dekorieren, das heißt, die Glasur muss angeschmolzen werden. Und das geht einfach im Wasserbad, wird die Schokolade zum Schmelzen gebracht. So, 15 Minuten sind vorbei, wir schauen nach dem Plätzchen im Ofen. Leicht gebräunt sind sie fertig. Einfach herausnehmen und abkühlen lassen. So, unsere Plätzchen sind einige Zeit abgekühlt.
Wir dekorieren jetzt und nehmen dazu 6 Esslöffel Spaß. Brauchen 2 Esslöffel von der Spritzigkeit. Das entspricht ziemlich genau einer halben Zitrone. Und wir vermengen das alles. In einem Fall war das jetzt etwas zu viel Spritzigkeit. Da brauchen wir noch etwas Spaß. So, nun dekorieren wir. Aufpassen, dass es möglichst nicht hinunterläuft. Sparsam arbeiten, damit der Geschmack der Plätzchen nicht überdeckt wird. Danach dann die Dekorstreusel auftragen. Und man kann jetzt nach Belieben bunte Träume auf unsere Plätzchen streuen. Und natürlich ist auch Mischen erlaubt. Mandeln nehmen. So, wir können natürlich auch anders dekorieren. Wir können zum Beispiel unsere Schokoglasur nehmen. Solange die noch flüssig ist, die Schokolade, kann man dann auch da bunte Streusel oder alles Mögliche drüber geben. So, man kann nach Herzensliebe dekorieren, Zuckerguss aus Spritzigkeit und Spaß, man kann Glasur nehmen, aber man kann sicherlich auch verschiedene weitere Möglichkeiten zum Dekorieren finden, einfach zu Hause im Küchenschrank schauen, was ihr dort so findet. Und ich freue mich auch auf Vorschläge wie dieses Traditionsrezept mit Buttern und Eiern in eine vegane Zukunft geführt werden kann. Also wenn ihr Vorschläge habt, wie die Butter es in Zukunft als vegane Butter es gebacken werden können, dann freue ich mich darauf. Und jetzt guten Appetit. Wir wünschen Ihnen frohe und besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch in ein gesundes und friedliches neues Jahr.